Hallo meine lieben Mystery-Freunde. Es ist nicht allzu lange Zeit her, als ich einmal den Bericht von dem Sydney-Vorfall der UFO-Landung durchgelesen habe. Dabei bemerkte ich einige Eigenschaften mit dem Vorfall von Ruba. Als ich den Artikel durchlas und ich die Bilder sah, die diese Schüler dann zeichneten, gab es bestimmte Ähnlichkeiten mit dem Vorfall von Afrika und dem von Australien. Sehr bemerkenswert. Nun stellte ich mir die Frage, könnte es sein, dass diese Sichtungen von demselben und dem gleichen Objekt stammen, das auch 30 Jahre später in Afrika erschienen ist? Ich möchte euch nun einmal die Ereignisse vorlegen und das sind die UFO-Akten von Real Mystery. Vor genau 50 Jahren wurden Kinder und Lehrer der australischen Western High School Zeuge einer UFO-Landung. Der Vorfall konnte bis heute nicht zufriedenstellend aufgeklärt werden. Es ist gegen 11 Uhr morgens am 6. April 1966, beobachten Dutzende Zeugen, darunter Lehrer, Schüler und andere Passanten, drei metallische Objekte ohne offensichtliche Kennzeichnungen, die sich geräuschlos am Himmel bewegten. Die Objekte landeten kurz darauf an einem angrenzenden Feld und hinterließen dabei ovale Abdrücke im Gras, die an den Rändern verfärbt waren. In den Stunden nach dem Vorfall bemühten sich die Rettungsdienste, das Militär und die Medien den Vorfall nachzuvollziehen, während Zeugen von Männern in schwarzen Anzügen berichteten, die ihnen nahelegten, nicht über das Ereignis zu reden. Obwohl verschiedene Medien wie den Dandenong Journal und Nine News 1966 über den Vorfall berichteten, finden sich heute keine Hinweise mehr darüber in den Archiven. Bis dato aber sind dennoch einige Zeugenaussagen archiviert worden. Der Forscher Shane Ryan hat den Fall die letzten 10 Jahre untersucht und mit über 100 Zeugen gesprochen. Er ist der Meinung, es habe sich am fraglichen Tag etwas sehr Merkwürdiges ereignet. Es war so ungewöhnlich. Es geschah am helllichten Tage und wurde von so vielen Menschen dabei beobachtet, wie es landete und dann wieder abhob. Die Landestelle wurde von verschiedenen Regierungsbehörden untersucht und es wurden Bodenproben entnommen, berichtet er der Online-Zeitung news.com. Außerdem ist Ryan fest davon überzeugt, dass er große Bemühungen gab, den Vorfall zu vertuschen. Die Medien liefen immer wieder vergeblich gegen eine Mauer des Schweigens. Irgendwann war es dann keine Neuigkeit mehr, sondern lediglich eine Erinnerung der Beteiligten, erklärte Ryan. Joy Clark war zum Zeitpunkt der Sichtung 12 Jahre alt und erinnerte sich noch genau an die Landung. Wir hatten gerade Unterricht, als andere Schüler hereinstürmten und erzählten, was passierte. Als wir dann auf den Hof hinausliefen, sahen wir drei fliegende Untertassen. Ich persönlich glaube, dass sie nicht von dieser Welt waren. Sie waren definitiv von woanders, denn etwas Vergleichbares hatte ich noch nie gesehen. Sowohl die Armee als auch die Polizei waren dort. Sie redeten uns ein, wir seien hysterisch und dass es nicht passiert sei. Währenddessen redeten einige Men in Black mit einigen der Kinder. Barry Beck spielte gerade Cricket auf dem Schulhof, als sie die Scheibe sah und beschloss, ihnen auf das nahegelegene Farmgebiet zu folgen. Ich war etwa 6 Meter davon entfernt. Es war größer als ein Auto und rund. Ich glaube, ich habe auch Lichter an der Unterseite bemerkt, berichtete sie der Haraldson. 2 Mädchen waren noch vor mir dort. Eine von ihnen war furchtbar aufgelöst und beide waren kreidebleich. Sie erzählten, sie seien ohnmächtig geworden. Eine von ihnen mussten später von der Ambulanz ins Krankenhaus gebracht werden. Die heute 56-Jährige berichtete, dass keinerlei Zeit verschwendet wurde, den Vorfall zu vertuschen. Wir wurden alle zu einer Versammlung berufen, auf der man uns sagte,
Wir sollen nicht darüber sprechen. Ich würde mir wünschen, jemand der Verantwortlichen würde einfach zugeben, dass es wirklich geschehen ist, dass da etwas gelandet ist und dass es eine Vertuschung gab. Jacqueline Argent berichtete, sie sei eines der ersten Kinder gewesen, die über den Zaun geklettert waren, um nach dem UFO zu sehen. Anfangs dachte ich noch, da muss es sich um ein Experimentalflugzeug gehandelt haben, aber auch nach all den Jahren wurde ein solches Flugzeug nie entwickelt. Weiterhin berichtet die heute 58-Jährige, wie sie nach dem Vorfall in das Büro des Schuldirektors bestellt wurde, wo sie von drei Männern über die Ereignisse befragt wurde. Sie hatten feine Anzüge und konnten sich gut ausdrücken. Sie sagten, wir nehmen an, du hast kleine grüne Männchen gesehen. Ich habe damals mit meinen Eltern darüber gesprochen und weiß noch, wie wütend sie damals wurde, erinnert sich Jacqueline. Auch Stephen Cairns erklärte Zeuge der Landung geworden zu sein. Der damals 7-Jährige war gerade nach einem Zahnarzttermin mit seiner Mutter auf dem Weg zur Schule, als es geschah. In der Ferne sah ich ein silbernes, diskoförmiges Objekt. Anfang war es noch so weit entfernt, dass ich nicht sicher war, um was es sich handelte. Dann bewegte sich die silberne Scheibe mit unglaublicher Geschwindigkeit auf uns zu, bis sie genau über uns einen Augenblick auf der Stelle stehen blieb. Dann, ganz plötzlich, verschwand es, so schnell wie es gekommen war. Obwohl die Behörde sich lange weigerten, zu dem Vorfall Stellung zu nehmen, wird in 2014 veröffentlichten Akten darüber spekuliert, ob es sich bei dem Objekt eventuell um den Sensor zur Strahlungsmessung ausgestatteten Ballons des Programms Hubble gehandelt haben könnte. Forscher wie Shannon Ryan bezweifeln jedoch diese Erklärung. Am Ort wurden keinerlei Rückstände des Objekts gefunden oder mitgenommen. Das Objekt kam runter und startete wieder. Es flog mit sehr großer Geschwindigkeit und hinterließ bei der Landung einen gut sichtbaren Kreis. Das alles passt überhaupt nicht zu der Ballontheorie, meinte Shannon. Obwohl Ryan auch offen für die Möglichkeit einer konventionellen Erklärung ist, seien bislang noch keine wirkliche plausible vorgekommen. Wir hoffen immer noch auf jemanden in einer offiziellen Funktion, der über den damaligen Vorfall redete, so Ryan. Die Landestelle ist mittlerweile zu einem Geschichtspark umgewandelt worden, der an die vielleicht berühmtesten UFO-Sichtungen Australiens erinnern soll. Circa 30 Jahre später kam es zu einem ähnlichen Zwischenfall in Ruwa, der verblüffende Ähnlichkeiten hat mit dem Vorfall von Sydney. Könnte es sein, dass sich bei dieser Begegnung um das gleiche und dasselbe Objekt handeln könnte wie damals in Sydney? Zumal die Ereignisse verblüffend Ähnlichkeiten aufweisen. Hier nun einmal der Bericht. Am 16. September 1994 wurden 62 Kinder der Aaron School in Ruba, Zimbabwe, Zeuge einer UFO-Landung. Der Vorfall ereignete sich während einer Pause und die Kinder waren zwischen 5 und 12 Jahre alt. Sie befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Pausenhof der Schule zusammen mit einem Erwachsenen als Aufseher. Das UFO landete etwa in einem Abstand von etwa 100 Meter von den Kindern. Zwei außerirdische Wesen wurden neben dem UFO gesehen. Eines der Wesen wurde als etwa einen Meter groß beschrieben. Es hat einen länglichen Nacken, lange schwarze Haare und sehr große Augen. Diese Wesen bewegten sich neben dem Ufer entlang in Richtung der Kinder. Zwei angesehene UFO-Forscher besuchten die Schule am darauffolgenden Tag. Cynthia Hind, inzwischen verstorben, war zu dem Zeitpunkt Afrikas bekannteste Forscherin auf dem Gebiet. Sie bat den Schulleiterinnen Colin Mackie, die Kinderzeichnungen von ihren Erlebnissen anfertigen zu lassen. Als sie am Tag nach dem Vorfall in die Schule eintraf, warteten bereits 35 Zeichnungen auf sie. Alle Zeichnungen waren sehr ähnlich, was die Wesen und das UFO betrifft. Schulleiterin Colin sagte Cynthia, dass sie die Auffassung sei, die Kinder sagten die Wahrheit bezüglich dem, was sie gesehen hatten. Eines der Kinder sagte Hint, dass sie bei jedem Haar auf ihren Kopf und der Bibel schwört, dass sie die Wahrheit sagt. Kurz darauf reiste der Psychiater Professor John Mack zusammen mit der Forscherin Toninukwe Kalimenopoulos nach Ruba.
Die beiden verbrachten 2 Tage an der Schule und interviewten insgesamt 12 der Kinder mit ihren Eltern. Einige der ältesten Schüler gaben in dem Interview an, das Gefühl gehabt zu haben, dass die Wesen telepathisch mit ihnen kommuniziert hatten. Die Botschaft betraf den Umgang der Menschen mit der Umwelt und sie wurden gewarnt, dass die Menschheit nicht überleben wird, wenn sie nicht ihr Verhalten ändern würden. Betrachtet man nun die Vorfälle in Ruwa und die von Sydney, dann könnte es doch durchaus sein, dass es sich bei dieser Sichtung und bei dieser UFO-Landung um dasselbe und das gleiche Objekt handelte, das 30 Jahre später wieder in Erscheinung getreten sind. Zumal die Zeichnungen, die die Kinder in Sydney anfertigten und die von Ruwa, haben ziemlich durchaus Ähnlichkeiten. Nehmen wir mal an, diese Wesen würden alle 30 Jahre wiederkehren. Somit wäre doch die nächste Sichtung im Jahre 2024. Vielleicht sind diese Wesen auch kosmische Boten, um uns vor diversen Dingen zu warnen. Und ich kann mir auch nicht gut vorstellen, dass eine ganze Schülergruppe irgendeine Story erfinden, um einmal persönlich im Rampenlicht zu stehen. Man darf nicht vergessen, bei bestimmten schockierende Ereignisse sagen Kinder immer die Wahrheit. Berklin. Auch Stephen Cairns erklärte Zeuge der Landung geworden zu sein. Der damals 7-Jährige war gerade nach einem Zahnarzttermin mit seiner Mutter auf dem Weg zur Schule, als es geschah. In der Ferne sah ich ein silbernes, diskoförmiges Objekt. Anfang war es noch so weit entfernt, dass ich nicht sicher war, um was es sich handelte. Dann bewegte sich die silberne Scheibe mit unglaublicher Geschwindigkeit auf uns zu, bis sie genau über uns einen Augenblick auf der Stelle stehen blieb. Dann, ganz plötzlich, verschwand es, so schnell wie es gekommen war. Obwohl die Behörde sich lange weigerten, zu dem Vorfall Stellung zu nehmen, wird in 2014 veröffentlichten Akten darüber spekuliert, ob es sich bei dem Objekt eventuell um den Sensor zur Strahlungsmessung ausgestatteten Ballons des Programms Hubble gehandelt haben könnte. Forscher wie Shannon Ryan bezweifeln jedoch diese Erklärung. Am Ort wurden keinerlei Rückstände des Objekts gefunden oder mitgenommen. Das Objekt kam runter und startete wieder. Es flog mit sehr großer Geschwindigkeit und hinterließ bei der Landung einen gut sichtbaren Kreis. Das alles passt überhaupt nicht zu der Ballontheorie, meinte Shannon. Obwohl Ryan auch offen für die Möglichkeit einer konventionellen Erklärung ist, seien bislang noch keine wirkliche plausible vorgekommen. Wir hoffen immer noch auf jemanden in einer offiziellen Funktion, der über den damaligen Vorfall redete, so Ryan. Die Landestelle ist mittlerweile zu einem Geschichtspark umgewandelt worden, der an die vielleicht berühmtesten UFO-Sichtungen Australiens erinnern soll. Circa 30 Jahre später kam es zu einem ähnlichen Zwischenfall in Ruwa, der verblüffende Ähnlichkeiten hat mit dem Vorfall von Sydney. Könnte es sein, dass sich bei dieser Begegnung um das gleiche und dasselbe Objekt handeln könnte wie damals in Sydney? Zumal die Ereignisse verblüffend Ähnlichkeiten aufweisen. Hier nun einmal der Bericht. Am 16. September 1994 wurden 62 Kinder der Aaron School in Ruwa, Zimbabwe, Zeuge einer UFO-Landung. Der Vorfall ereignete sich während einer Pause und die Kinder waren zwischen 5 und 12 Jahre alt. Sie befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Pausenhof der Schule zusammen mit einem Erwachsenen als Aufseher. Das UFO landete etwa in einem Abstand von etwa 100 Meter von den Kindern. Zwei außerirdische Wesen wurden neben dem UFO gesehen. Eines der Wesen wurde als etwa einen Meter groß beschrieben. Es hat einen länglichen Nacken, lange schwarze Haare und sehr große Augen. Diese Wesen bewegten sich neben dem Ufer entlang in Richtung der... Circa 30 Jahre später kam es zu einem ähnlichen Zwischenfall in Ruwa, der verblüffende Ähnlichkeiten hat mit dem Vorfall von Sydney. Könnte es sein, dass sich bei dieser Begegnung um das gleiche und dasselbe Objekt handeln könnte wie damals in Sydney? Zumal die Ereignisse verblüffend Ähnlichkeiten aufweisen. Hier nun einmal der Bericht.
Am 16. September 1994 wurden 62 Kinder der Aaron School in Ruba, Zimbabwe, Zeuge einer UFO-Landung. Der Vorfall ereignete sich während einer Pause und die Kinder waren zwischen 5 und 12 Jahre alt. Sie befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Pausenhof der Schule zusammen mit einem Erwachsenen als Aufseher. Das UFO landete etwa in einem Abstand von etwa 100 Meter von den Kindern. Zwei außerirdische Wesen wurden neben dem UFO gesehen. Eines der Wesen wurde als etwa einen Meter groß beschrieben. Es hat einen länglichen Nacken, lange schwarze Haare und sehr große Augen. Diese Wesen bewegten sich neben dem UFO entlang in Richtung der Kinder. Zwei angesehene UFO-Forscher besuchten die Schule am darauffolgenden Tag. Cynthia Hind, inzwischen verstorben, war zu dem Zeitpunkt Afrikas bekannteste Forscherin auf dem Gebiet. Sie bat den Schulleiterinnen Colin Mackey, die Kinderzeichnungen von ihren Erlebnissen anfertigen zu lassen. Als sie am Tag nach dem Vorfall in die Schule eintraf, warteten bereits 35 Zeichnungen auf sie. Alle Zeichnungen waren sehr ähnlich, was die Wesen und das UFO betrifft. Schulleiterin Colin sagte Cynthia, dass sie die Auffassung sei, die Kinder sagten die Wahrheit bezüglich dem, was sie gesehen hatten. Eines der Kinder sagte Hint, dass sie bei jedem Haar auf ihren Kopf und der Bibel schwört, dass sie die Wahrheit sagt. Kurz darauf reiste der Psychiater Professor John Mack zusammen mit der Forscherin Toninukwe Kalimenopoulos nach Ruba. Die beiden verbrachten 2 Tage an der Schule und interviewten insgesamt 12 der Kinder mit ihren Eltern. Einige der ältesten Schüler gaben in dem Interview an, das Gefühl gehabt zu haben, dass die Wesen telepathisch mit ihnen kommuniziert hatten. Die Botschaft betraf den Umgang der Menschen mit der Umwelt und sie wurden gewarnt, dass die Menschheit nicht überleben wird, wenn sie nicht ihr Verhalten ändern würden. Betrachtet man nun die Vorfälle in Ruwa und die von Sydney, dann könnte es doch durchaus sein, dass es sich bei dieser Sichtung und bei dieser UFO-Landung um dasselbe und das gleiche Objekt handelte. Mann, du hast kleine grüne Männchen gesehen. Ich habe damals mit meinen Eltern darüber gesprochen und weiß noch, wie wütend sie damals wurde, erinnert sich Jacqueline. Auch Stephen Cairns erklärte Zeuge der Landung geworden zu sein. Der damals 7-Jährige war gerade nach einem Zahnarzttermin mit seiner Mutter auf dem Weg zur Schule, als es geschah. In der Ferne sah ich ein silbernes, diskoförmiges Objekt. Anfang war es noch so weit entfernt, dass ich nicht sicher war, um was es sich handelte. Dann bewegte sich die silberne Scheibe mit unglaublicher Geschwindigkeit auf uns zu, bis sie genau über uns einen Augenblick auf der Stelle stehen blieb. Dann, ganz plötzlich, verschwand es, so schnell wie es gekommen war. Obwohl die Behörde sich lange weigerten, zu dem Vorfall Stellung zu nehmen, wird in 2014 veröffentlichten Akten darüber spekuliert, ob es sich bei dem Objekt eventuell um den Sensor zur Strahlungsmessung ausgestatteten Ballons des Programms Hubble gehandelt haben könnte. Forscher wie Shannon Ryan bezweifeln jedoch diese Erklärung. Am Ort wurden keinerlei Rückstände des Objekts gefunden oder mitgenommen. Das Objekt kam runter und startete wieder. Es flog mit sehr großer Geschwindigkeit und hinterließ bei der Landung einen gut sichtbaren Kreis. Das alles passt überhaupt nicht zu der Ballontheorie, meinte Shannon. Obwohl Ryan auch offen für die Möglichkeit einer konventionellen Erklärung ist, seien bislang noch keine wirkliche plausible vorgekommen. Wir hoffen immer noch auf jemanden in einer offiziellen Funktion, der über den damaligen Vorfall redete, so Ryan. Die Landestelle ist mittlerweile zu einem Geschichtspark umgewandelt worden, der an die vielleicht berühmtesten UFO-Sichtungen Australiens erinnern soll. Circa 30 Jahre später kam es zu einem ähnlichen Zwischenfall in Ruwa, der verblüffende Ähnlichkeiten hat mit dem Vorfall von Sydney. Könnte es sein, dass sich bei dieser Begegnung um das gleiche und dasselbe Objekt handeln könnte wie damals in Sydney? Zumal die Ereignisse verblüffend Ähnlichkeiten aufweisen. Hier nun einmal der Bericht. Am 16. September 1994 wurden 62 Kinder der Aaron School in Ruba,
Zimbabwe Zeuge einer UFO-Landung. Der Vorfall ereignete sich während einer Pause und die Kinder waren zwischen 5 und 12 Jahre alt. Sie befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Pausenhof der Schule zusammen mit einem Erwachsenen als Aufseher. Das UFO landete etwa in einem Abstand von etwa 100 Meter von den Kindern. Zwei außerirdische Wesen wurden neben dem UFO gesehen. Eines der Wesen wurde als etwa einen Meter groß beschrieben.